Wir haben hier ziemlich viele Familien und junge Mitarbeiter, die möchten hier in 20 Jahren noch arbeiten. Wenn das Stahlwerk hier untergeht, dann geht der ganze Standort kaputt. Und dann haben wir alle keine Arbeitsplätze mehr, dann können wir alle Hartz IV. Glaubst du, dass wir hier in Krefeld-Umgebung irgendwo einen Arbeitsplatz bekommen? Ich nicht. Also der Standort Deutschland hat von allen Standorten hier das Geld verdient. Die haben schwarze Zahlen gemacht. Die sind von den anderen Bereichen aufgefressen worden. Wir können gut arbeiten und wir wissen, was Stahl ist. Wir werden auch nicht für die Fehler in Brasilien und Alabama hier einstehen. Wir wollen, dass hier dieses Stahlwerk, dieser Standort weiter besteht. Und wir werden für diesen Standort kämpfen.